Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Wir sind beim Tudor's One. Wenn du dich mal entscheiden würdest, meine Maus zu erkennen. Der zweite Tudor's One, naja, wie beim letzten Mal werden wir vielleicht auch in den ersten 5 Minuten sterben. Dann mache ich wieder zwei Tries in einen sozusagen. Wir fangen natürlich mal herrlich an mit einem Champion. Und meinen geliebten Tribes. Und wir haben hier nur ein verdammtes Herz zur Verfügung. Ja, oh Gott, war das knapp. Deswegen habe ich gleich mir das Book of Belial ausgewählt. Damit wir mehr Schaden machen. Hier haben wir schön Opferraum. Ja, das nehmen wir natürlich gleich. Hoffen wir auf was Gutes. Wage Down, na super. Oh, das immer fängt mit dem Seller an. Das ist nicht gerade gut für Judas. Judas braucht unbedingt auch viel HP, aber am Anfang und die Seller-Bosse. Ein Typ de Whoop. Könnten wir eigentlich einmal benutzen, aber. Weil der macht einfach nur einen Beam einmal und lädt sich dann halt wieder auf. Aber das Book of Belial gehört zu sehr zu Judas Strategie, wie ich finde. Gerade bist du ganz schön ungnädig mit mir. So ein winziger Raum. Und wir müssen schon zum Boss gehen. Auch ausgerechnet Widow, wenn es jetzt die Champion-Video ist, kann ich gleich einpacken. Ich hab's gewusst. Ich konnte nicht mit das Book of Belial aufladen. Ob ich das jetzt hinkriege, dann hast du nämlich mehrere Herz und Schaden bei dem Scheißvieh. Ich werde versuchen, es einfach so gut wie möglich zu bekommen. Aber ich nehme einfach an, dass die mich jetzt fertig macht. Oder zumindest eins ihrer kleinen Spinnchen, die den Schrei gleich mal wiederholen dürfen. Genau das. Das größte Problem. Ihre kleinen Spinnchen. Hast du sie jetzt platt gemacht? Jetzt sind viel zu viele von denen hier. Oh Gott. Shit. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Oh shit. Wir müssen schnell irgendwie die Energie einsammeln, die hier ist. Das Seelenherz. Oh Schau. Mann, war das ein knappes Spiel gerade. Wenn du mir jetzt bitte HP abtoppen würdest. Ja, vielen herzlichen Dank. Jetzt hoffe ich aber auf ein gutes Item. In Cellar 2. Yeah. Opferraum. Schnell weg hier. So. Wenigstens haben sie mir einen Schlüssel hinterlassen. Also sein Mr. Boom. Kann man ja ganz gut brauchen, wenn man was springen will. Den holen wir uns später, nachdem wir das Labyrinth komplett erkundet haben. Und sie noch irgendwas springen können. Scheiß Spinne. Gut, den hätten wir. Die haben sich gegenseitig gesprengt. Oh, verdammt, jetzt sind Tribes. Hier sind jedenfalls Münzen. Das ist schon mal etwas Gutes zum Sprengen. Erstmal müssen Tribes hier verschwinden. Immer bekomme ich den ganzen Best of Lamb-Content, wenn ich mit den schwierigen Charakteren spiele. So, jetzt müssen die da angelockt werden. Inzwischen habe ich das ganz gut raus. Buch ist bereit. Da unten ist ein Laden. Und da oben wird es dann wohl Richtung Bossraum gehen. Ach, wir sind ja Phoning Lapers. War wohl jetzt nicht die beste Idee. Und das hat geklappt. So, wir haben noch einen Maligon übrig. Verdammt. Ich hätte ihn gerne an die Wand gejagt, um zu gucken, ob dort der Geheimraum ist. So, und wir machen es jetzt ganz geschickt. Wir holen uns mal kurz den Mr. Mega, springen diese beiden Nickels dort frei und würden dann die Maschine benutzen, um zu gucken, was da so drin ist. Sollte allerdings nicht nicht vergessen, mir danach das Book of Belial zurückzuholen, um den Boss damit zu machen. So, lohnt sich eigentlich, den jetzt hier hinzusetzen, um zu gucken, ob hier was ist. Kein Geheimraum.
So, dann wollen wir mal mit dem Spielautomaten spielen. Oh nein, verdammt, das wollte ich nicht. Naja, wenn wir ihn schon aufhaben, gucken wir uns sein Angebot an. Oh, die Leiter. Da als nächstes die Caves kommen, und wir wissen ja, was das bedeutet, nehmen wir die gleich mal mit. Sie ist nämlich auch auf Sale. Und die restlichen Münzen werfe ich trotzdem hier rein. Auf sowas habe ich gehofft. Und noch eine Pille. Doch, also es sind gerade nur schlechte Pillen. So, na, holen wir uns wenigstens mal das Buch zurück. Um zum Boss zu gehen. Widow wird es jetzt nicht mehr sein. Ist schon mal gut, und Widow ist mal absoluter Hassboss von den Rest oder dem Zeller-Bossen. Also vermute ich jetzt Feimine, Pin oder Monstro. Und der Duke of Lies kann es auch noch sein. Wer weiß. Und oh, der Duke. Als ob ich es gewusst hätte. Ganz normale Version, und er schluckt gleich mal eine riesige Attack Fly. Allerdings mit den aufgepushten Judas ist der Duke of Fly kein großes Problem, wie man sieht. Der hat sogar, müsste die ganze Zeit Fliegen nachspucken, weil er einfach keine Chance hat. Weil er ja eher wenig AP hat. Und das war's schon. Und das Schöne ist, mit dem Herz, das hier rumliegt, können wir auch nochmal in den Stachelraum gehen. Es gibt einen Teufelsraum, das wird nichts bringen, weil wir nur so wenig Energie haben. Allerdings werde ich ihn trotzdem betreten, um mir das Angebot anzusehen. So, Mark und Guppy's Power. So, Mark macht einfach nur den Schaden hoch. Und Guppy's Power, das verwandelt deine Herzcontainer in Seelenherzen. Recht riskant. Sollte man auch besser mit anderen Items kombinieren. So. Oh, gleich zwei. Nur zwei Trollbomben. Dann sind die anderen zwei Spinnen. Zwei Pillen. Die kannten wir. Das sind beides schlechte Pillen. Also, das hat sich nicht gelohnt, dafür unsere Gesundheit zu opfern. Die Münzen dort lasse ich rein. Und ab in den nächsten. Ich muss mir gerade mal Wasser nachschenken. Kaum noch was. Schön, das sind die normalen Caves. Das Gute an den Caves ist, ich meine, das Gute daran ist, wir haben jetzt die Leiter. Unsere geliebten Mons, bei denen wir am besten immer im Leben bleiben. Weil sie ja auf uns zielen. Unseren letzten Standort, um genau zu sein. Und immer schön die mit den Tränen loslegen. Jedenfalls bin ich schon weiter als beim letzten One mit Judas. Aber ein bisschen mehr HP habe ich trotzdem noch gut. Nur zwei Herzen ist. Oje, oje. Fies, fies, fies. Schnell. Gut, sie sind alle erledigt. Mit ein paar Münzen. Gut, wir können nah ran an den Laden, denn wir haben gerade keinen Schlüssel. Wir sollten schnell einen finden für den Itemraum. Weit weg von den TNT-Fässern. So, den sprengen wir. Rein hätten wir seine Attack-Fly noch abbekommen. Weit weg. Noch weiter weg. Das letzte wird auch noch gesprengt. Wurde bereits ein bisschen angegriffen, wie man sieht. Ganz viele Flies, die mich schon getroffen haben. Der Pokéfly lassen wir jetzt natürlich sein. Die halten ja nicht viel aus. Irgendwie lag hier eigentlich eine Münze mitten im Raum. Hier gehen wir lieber. Leichtes Pokéfly benutzen. Der Champion da ist übel, wenn der mich jetzt trifft. War's das? Puh. So, mit Tischen, den nehmen wir natürlich mit. Jetzt können wir nicht mehr viele Hits aufnehmen. Könnte doch bestimmt wieder ziemlich kurz dauern werden. Hoffen wir, dass wir hier irgendwas Gutes finden. Oder einen Raum, mit dem wir so zurechtkommen. Das Gute ist, es sind keine Champions hier. Das Schlechte ist, sie können einen leicht treffen. Erster. Droppt mir ein Herz oder ein Seelenherz. Seid ihr so nett? Schön, ein halbes Herz. Dann können uns Champions jetzt nicht mehr gleich töten. Hier haben wir ein paar Motor. In dem engen Raum. Gerade nicht besonders. Wie? Hoffentlich ist was Gutes in der Truhe da. Hier haben wir noch eine Truhe. Schön, hier ist ein ganzes Herz drin.
Seelenherz. Klasse. Okay, wird ja auch mal Zeit für den Itemraum. Gut, ich dachte eben schon, ich hatte sich in meine Richtung gedreht. Jetzt können wir endlich mal ein bisschen besser ausweichen. Wir haben einen Challenge-Raum. Und der Bossraum müsste dann wahrscheinlich hier drüben sein. Und es ist ein Bombfeuerend, also die Items sind gerade nicht so der Bringer. Aber wenigstens werden wir so mit Power-Ups versorgt, sobald wir Münzenräume finden. Dann, wir laufen wieder um den Raum herum, um den Mors auszuweichen. Der erste ist schon erledigt. Den zweiten haben wir auch gleich. Hör auf, uns zu folgen. Folgen ist gar nicht schön. Im Gegensatz zu den Horfs, die es im Cellar, im Basement gibt. Im Cellar kommen wir nicht vor. Können die sich ja auch ein bisschen bewegen. Nicht mal ein Pickup. Aber die Truhe hier gibt's. Ah, schön. Eine Liberty Cap. Ich werde mir mal kurz ansehen, was es im Challenge-Raum gibt. Eine normale Truhe, okay. Das Book of Belial will ich dafür jetzt nicht anwenden. Wir machen erstmal den Boss. Wir bekommen einen Cube of Meat. Hätte ja lieber ein HP ab. Und der fängt natürlich gleich mal an. Aha, ich habe Speed und Range ab Effekt. Genau, die Liberty Cape habe ich jetzt gar nicht erklärt. Die gibt mir zufällige Effekte von Pilzen. Hey, hör auf, nur viele auf einmal zu schießen. Und pro Raum. Im Moment habe ich halt den Mini-Masch. Hoppla. Komm, ich könnte eigentlich Homing Tears anwählen. Also ich habe den Mini-Masch bekommen. Deswegen bin ich jetzt schneller und habe die Tears ab, nicht die Rage. Da habe ich mich vertan. Und da sieht man, ist ganz praktisch. So, Cube of Meat. Und als nächstes gehen wir dann in den Challenge Room. Jetzt habe ich irgendwas anderes, glaube ich, oder? Jetzt bin ich wieder im Minimasch. Jetzt bin ich normal groß. Normal schnell. Wenn es zuerst Speedies sind, was ist es dann nochmal als zweites? Ich glaube, es waren Hives. Dann hatten wir Globins als letztes. Speeder wäre eigentlich auch mal ganz toll. Nee, ich glaube, wenn es so der Hive sind, dann sind es als letztes Hosts. Werden wir gleich zu sehen bekommen, aber zuerst müsst ihr scheiß Viecher mal stehen bleiben. Hoppla. Shit. Und ist das Seelen jetzt wieder Geschichte? Ich habe leider keinen Schlüssel. Hier sind auch keine Münzen mehr, die unser lieber Bombenfreund einsammeln könnte, um uns eventuell zu geben. Aber ich habe gar nicht nach einem Geheimraum gesucht. Oh, verdammt, das habe ich ja mal total vergessen. Ich hatte zwar auch nicht viele Bomben, aber trotzdem nicht gerade professionell. Ja, Hosts. Das ging gut. Das ging weniger gut. Ich stehe jetzt auf. Also der hoch und mir will gerade nicht. Dann gehen wir halt hier hin. So, jetzt haben wir dich. Fast. Gutes, wir werden das Book of Belial nochmal aufladen. Wir können es dann, nachdem wir im Caves 2 oder halt in Catacombs, je nachdem wo wir hinkommen, im ersten Raum waren, gleich wieder benutzen. Es dreht sich halt relativ schnell auf. Toll, jede Menge. Wir haben hier jede Menge Herzen, aber nirgendwo eine Blutbank. Dann müssen wir weitergehen. Immer noch mit nur zwei Herzen. So, ich gehe erstmal nach oben. Oh, ausgerechnet hier. Aha, ich habe gerade irgendeinen Damage-Up-Effekt von einem Pilz. Weil meine Tränen sind rot, obwohl ich nichts getan habe. Kann man das sehen? Dies kann man, hier kann man es halt nicht sehen. Was sich geändert hat, das muss man sich dann erraten. Wir haben wenigstens eine Bombe bekommen. Die Maus wollen wir mal nicht im Bild lassen. Oh, nein, nicht ihr. Ihr seid total gefährlich. Zumindest für mich jetzt. Deswegen wird es jetzt auch Zeit für das. Ja. Schnell erledigen. Hey, den einen haben wir erledigt, ohne dass ich es gemerkt habe. Was? Es gibt nicht mal ein Pickup für euch Scheißviecher. Das ist nicht euer Ernst. Ja, ich habe wieder den sehr viel stärker Effekt, aber die Twites hier gefallen mir kein bisschen. Gute, die Liberty Cap macht gerade genau das, was ich brauchen scheine.
Ach, ich sehe auch, man bekommt dann auch ein Herz mehr, aber es ist nicht aufgeladen. Hier ist auch noch diese verdammten Flammen. Ja, zum Glück hat gerade der Cube of Meat das abgefangen. Ja, jetzt können wir uns ganz ordentlich um die Kotzpumpen-Zombies kümmern, um die Gurgles. Und hoffen, dass sie uns mal einen Schlüssel hinterlassen. Irgendwas gibt es da eine Truhe mit einem Herz drin. Naja, ich nehme es mal mit. Weil bei zwei Herzen ist es doch besser, volle Energie zu haben. Ach, wir haben den Satzraum gefunden. Allerdings haben wir ihn noch nicht gefunden. Oh, toll. Den Schlüssel, den wir dafür brauchen. Ich habe jetzt nicht irgendwie nicht erwartet, dass der uns so einkesselt. Bist du intelligent geworden, mein Lieber. Wir haben jetzt zwei Bomben, also könnten wir auch nach dem Secret Room suchen. Allerdings können wir das erst tun, falls wenn wir hier das Labyrinth fertig erkundet haben. Das gibt's doch nicht. Wie viele von euch wollen noch kommen? Ach, und ich versuche die ganze Zeit den auszuweichen. Dabei habe ich doch die Leiter. Total vergessen. Das ist ja kein großes Problem, ihn auszuweichen. Jetzt wird es aber wirklich mal Zeit. Wir haben jedenfalls eine Arcade, das ist gut. Sollten wir nur dem Bumpfriend zuvorkommen. Wenn es um das Einsammeln von Münzen geht. Komm schon. Du auch noch, bevor du eine Kotzbombe machst, bitte. So, wir haben die Münze bekommen für die Arcade. Ich denke, wir versuchen jetzt hier mal ein paar Schlüssel zu gewinnen. Wir gewinnen nichts. Hey. Oh, ich wette, die gewinnen wir jetzt. Na dann versuchen wir es an dem Automaten, einen Schlüssel zu bekommen. Ein Herz. Das ist gut. Wir hatten schließlich ein wenig Energie verloren. Eine Pille. Die nehmen wir. Bumsaki. Das hat es eigentlich auch getan. Ich werde trotzdem noch ein paar Münzen in den Automaten werfen. Weil jetzt haben wir keine Bomben mehr. Schön, das können wir in die Blutbank geben. So, das nehme ich mir, nicht du. Bombenfreund darf die Münze von der Blutbank nicht haben. Und nochmal. Nichts. Habe ich sie jetzt bekommen? Ich gehe jetzt erstmal weiter. Denn wir haben Schlüssel und können in den Schatzraum. Wir wollen wissen, welches Item wir bekommen. Ja, ich habe irgendwie inzwischen gelernt, Item zu sagen statt Item. Ein Spelunker-Head. Das heißt, es wird uns angezeigt, wo die Geheimräume sind. Nur brauchen wir jetzt erstmal wieder Bomben. Ah, hier ist der Super Secret Room. Gehen wir erstmal durch den. Hier ist der Secret Room. Durch den Rest. Um Labyrinthen hoffen, dass uns irgendjemand Bomben wirft. Was war das denn? Achso, das war die Kotzbombe von denen. Shit, nur eine von denen und das war's. Und. Schön weit wegbleiben. Ach schön, der hat das Secret Room geöffnet. Mal sehen, was es gibt. Gut, die bekommt der Bettler. Wir müssen uns gleich ein paar Wops geben dafür. Eine Karte. Eine Bombe. Und auf geht's. Der Joker, der bringt uns in den Teufelsraum. Bringt ja nicht viel gerade. Leila ist ganz gut gerade. Da können wir uns hier um die Spinne kümmern. Sonst wäre das ein echt fieser Raum jetzt gewesen, den ich bestimmt nicht überlebt hätte. Tja, die blaue Pille hatten wir, soweit ich weiß, noch nicht. Ich gehe erstmal hier hin. So, erledigen. Die Flammen schießen nur, wenn man nah genug ist. So, jetzt muss ich allerdings recht nah. Die hat nicht getroffen. Wir haben jedenfalls ein halbes Herz bekommen, das ist schön. Und ihr spinnt wohl. Wenigstens haben wir ja ab. Was wollte ich? Ich habe den Faden verloren. Ach ja, mehr Schaden. Okay, wir gehen jetzt zum Boss. Ach, der gute alte Piep, der könnte mir wenigstens noch ein drittes Herz droppen. Eine Champion-Version. Der Creep hinterlässt, mit dem wir nur herumlaufen. Mit dem er herumläuft, nicht wir. Wir sind ja nicht Piep.
Allerdings mag ich diesen Bossraum für Piep nur bedingt, weil die den Augen ist recht schwierig auszuweichen. Piep überwägt sich in dieser Version auch ziemlich viel. Das Gute ist, mit dem Book of Belial haben wir richtig schön viel Schaden. Und Piep ist nicht ganz so schwer. Er wird jetzt gleich sein zweites Auge verlieren. Shit. Noch ein Treffer. So, das zweite Auge kommt jetzt raus. Hab ich doch gesagt. Hat er uns nicht gesehen? Naja, kein Wunder, wie soll er uns sehen? Ohne Augen, die sind ja hier im Raum. Oh nein. Schnell, schnell Piep erledigen. Okay, das ist alles. Nur ein paar Münzen. Die darf der Bettler alle nehmen. Ah, komm, ist ein Page. Die macht manchmal den Todeffekt, wenn wir getroffen werden. Ach, also, die Pillen heute sind nichts. Aber ich nehme lieber die Liberty Cap. Es hat sich kein Raum geöffnet. Tja, ich wollte noch in den Super Secret Room. Gucken, was da sich drin befindet. Nur noch nur zwei Herzen. Da kommen wir jetzt auch schon ziemlich gut durch, auch wenn die Items heute nicht so der Bringer sind. Ach, wieso laufe ich denn außen rum? So, hier ist er. Und tu bloß nicht meine Bombe verschieben. Oh, wie toll. Es gibt hier jede Menge Herzen. Das Problem ist nur, ich habe jetzt keine Bomben mehr, um zurückzukommen und sie zu holen. Tja, mein Pech. Zum Laden gehen wir jetzt nicht. Wir überlassen die Münzen ja hauptsächlich dem Bombfriend. Auch die Bomben, um die nächsten Pillen dort zu holen, haben wir auch nicht. Bleibt also eigentlich nichts anderes übrig, als in die nächste Ebene zu gehen. So. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Ebene endlich mal ein gutes Item bekomme. Das, was ich richtig gut gebrauchen kann. Wir sind in einer Necropolis. Irgendwie geht mir gerade die Nase zu. Deswegen klinge ich bestimmt gerade komisch. Das ist ein leichter Raum eigentlich gerade, wegen der Skatole, die wir gewonnen haben. Der ja auch. Das einzige Schwierige an der Sache ist die Boomfly, die dann ertaucht. Ansonsten kein großes Problem. Und tun wir mal alle kleinen Fliegchen erledigen. So, jetzt erstmal dich. So, Boomfly wieder machen. Den Swarmer. Na komm, ist endlich mal eine Boomfly. Book of Belial haben wir ja erst eingesetzt bei Piep. Deswegen ist es noch nicht fertig aufgeladen. Na hopp. Jetzt stirb auch mal. Das ist ja gerade zum Kotzen. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich die Leiter habe. Wir wollen schließlich nicht in der Explosion sein. Mit Judas wäre das Wafer eigentlich genau das richtige Item, aber das habe ich bis jetzt nur selten gehabt. Und wenn ich es mal gehabt habe, bin ich gleich am Anfang gestorben. Super. Guck auch, weil Leil ist aufgeladen. Das Herz ist hier. Ich gehe erstmal in den unteren Raum. Oh ne, Masken und Herzen. Oh ne, oh ne. Verdammt! Nein! Sie hat mich fest im Griff. Ich laufe hier mal lieber mal ab zum Teufelsraum. Tja, ich werde jetzt natürlich kein Herz ausgeben. Wir wissen jetzt aber, was es der Teufelsraum ist und was er hat. Gut, wir sind wieder voll aufgeladen. Den Raum da lassen wir erstmal aus. Den vielen Masken und Herzen. Tja, hat sich erledigt. Hier sind gleich die nächsten. Aber wenigstens können wir hier auf den Gruben stehen und ein bisschen besser angreifen. Während wir warten, dass die Masken hier verschwinden. Na komm, ich will das Herz angreifen. Die Maske wird mich gleich sehen. Oh, verdammt. Verdammt! Sie haben mich gerade total im Griff gehabt. Eigentlich würde ich den Part gern beenden, daher nach dem Raum, aber mal gucken, ob wir es jetzt überhaupt Leben durch den Raum schaffen. So, nächstes Herz bitte. Das hätten wir ja. Ging mir gerade nicht richtig.
Ja, war klar. Es hat uns getroffen. Es war allerdings immerhin ein schöner Part, der hier zustande gekommen ist. Sind recht weit gekommen, dafür, dass wir so viel Pech hatten. Dann werden wir mal dann beim nächsten Shootout sehen, wie weit wir kommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns am nächsten One wieder.